sind die Zwillinge Nico und Maurus von Familie Paul, aufgeweckte Kinder. Die beiden ahnen nicht, dass sie vor 5 Jahren fast umgebracht worden wären, und zwar ganz legal, durch Abtreibung. Wir mussten über das Leben von den Kindern entscheiden, ob wir ihnen eine Chance geben wollen oder nicht. In der 12. Schwangerschaftswoche stellt man bei den Zwillingen eine schwerwiegende Störung fest, FFTS oder fetofetales Transfusionssyndrom. Dabei sind die Blutgefäße der Kinder in der Plazenta verbunden. Das heißt, ein Zwilling bekommt mehr Blut als der andere. Selbst wenn die Kinder überleben sollten, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit behindert sein. Also im ersten Moment war ich völlig fassungslos. Es kam eine ganz große Angst in uns hoch. Wie wird das werden? Also es ist, die ganze Zukunft ist total unsicher. Also alles, was man sich vorher mal vorgestellt hat, das zählt plötzlich nichts mehr. Also im ersten Moment war es schon Schock. Und ich war auch traurig. Also ja, was soll das Ganze jetzt? Und er hat uns dann erklärt, dass die Chance eigentlich sehr, sehr schlecht steht für die Kinder. Das fetofetale Transfusionssyndrom, wenn man das schon so früh feststellt in der Schwangerschaft, dann wird es in der Regel so schlimm, dass also keins von den Kindern eine Chance hat. Angesichts der ernsten Lage haben die Ärzte ein dringendes Anliegen. Hat uns dann auch gleich gesagt, dass natürlich auch jeder bestimmt Verständnis hätte, wenn wir die Schwangerschaft nicht weiterführen wollen unter diesen Umständen. Und dann später hat uns noch mal ein anderer Arzt noch mal deutlicher gesagt, dass jetzt eigentlich der Schwangerschaftsabbruch das Beste wäre jetzt. Und hat uns da ziemlich klar auch gesagt, dass er eigentlich völlig gegen Abtreibung ist, aber dass er es bei uns tun würde. Und dann fängt man schon an überlegen, auch mit was kann ich auch leben, was kann ich vertreten. Da gab es Leute, die gesagt haben, beendet es möglichst schnell. Trotz ärztlichem Rat und entgegen medizinischem Wissen wollen Micha und Roland die Schwangerschaft nicht beenden. Ja, das war ein ziemlicher Kampf, der sich dann, bis es für uns ganz klar war, hat er sich einige Tage hingezogen. Aber irgendwann kam ich wirklich zu dem Punkt, nein, wir wollen diese Kinder. Wir nehmen sie so, wie sie sind. Also wir machen weiter. Wir haben die Kinder einfach so gern gehabt, wie sie da im Bauch drin waren. Die Ärzte können die Entscheidung nur schwer nachvollziehen. Da hat er gesagt, sie müssen religiös sein. Das war für ihn die einzige Erklärung. Wir haben ihm dann erklärt, dass wir einfach von Gott eine Liebe bekommen haben für die Kinder. Und deshalb können wir es nicht tun. Aber reicht diese Liebe für das ungeborene Leben aus? Was tut man in so einer Lage? Man braucht nicht mehr viele Worte, um das Gott gegenüber auszudrücken. Oder man liegt einfach vor Gott da und kann sich mal ausheulen oder kann auch mal zu ihm schreien und sagen, was soll das? Ich verstehe es nicht. Die Gebete, die werden sehr intensiv, weil ich wusste, nur noch er kann uns jetzt helfen. Innerhalb kürzester Zeit beten tausende Menschen für die Pauls und die Zwillinge. Da habe ich einen Frieden bekommen, dass ich einfach gemerkt habe, Gott ist bei mir durch diese Gebete. Und das hat gut getan, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht alleine gelassen. Erstaunlicherweise verändert sich das ärztliche Protokoll in den nächsten Wochen auf dramatische Weise. Wir haben es sofort gesehen, dass irgendwas besser ist. Und die Entwicklung ging dann so, dass es ein mäßiges fetofetales Transfusionssyndrom war. Und ein bisschen später schätzen die Ärzte das dann nur noch als mildes fetofetales Transfusionssyndrom ein. Und was sagt der Arzt dazu? Er hat uns gefragt, ja, was machen Sie denn, dass es besser wird? Und wir haben dann gesagt, wir beten und andere beten für uns. Die Zwillinge kommen schließlich 12 Wochen zu früh auf die Welt. Sie sind zwar noch viel zu klein, aber... Die Kinderärzte dort in der Klinik konnten das gar nicht glauben. Was? Die hatten das fetofetale Transfusionssyndrom. Da hätte müssen der Gewichtsunterschied zwischen den Kindern viel größer sein. Weil für das ging es den Kindern eigentlich zu gut. Doch FFTS kann nach der Geburt in der Plazenta nachgewiesen werden. Und habe dann den Ärzten auch gesagt, sie sollen sie wirklich darauf untersuchen, ob da Spuren von diesem fetofetalen Transfusionssyndrom zu sehen sind, weil das hätte man sehen müssen. Und als dann der Bericht zurückkam von dem Oberarzt,
der die Plazenta untersucht hatte, da stand drin keinerlei Spuren von fetofetalem Transfusionssyndrom. In der ersten Situation haben wir gedacht, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, die haben da einen Fehler gemacht oder da ging irgendwas, ist dort schief gelaufen. Und das konnte keiner so richtig glauben. Alle Ärzte, die uns behandelt haben, haben gesagt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass man da nichts davon sieht. Wie kann man so etwas begreifen, wenn die Medizin keine Erklärung dafür hat? Ich kann nur sagen, das war ein Wunder. Anders kann ich mir es nicht erklären. Weil ich denke, 6 Ärzte, die das angeschaut haben und das alle diagnostiziert haben, da war eine Krankheit da und nachher war sie weg. Und ich kann mir das nur als Wunder erklären, dass Gott die Kinder da geheilt hat. Heute sind es ganz gesunde Kinder, entwickeln sich prächtig. Also die Zwillinge, die sind voll Lebensenergie und Lebensfreude. Denen geht es wirklich sehr gut. Also die sind körperlich so fit, da sind keine Folgen mehr sichtbar.